Herr Gauland hat Frau Merkel als Diktatorin bezeichnet und gesagt, was sie gemacht hat, uns hier eine völlig fremde Bevölkerung aus einem fremden Kulturkreis aufzufropfen, hätte nicht einmal Ludwig XIV. Gewagt. Das ist insoweit richtig. Tatsächlich ist es aber weit schlimmer. Denn mit Merkels Verschwinden wäre das Problem nicht weg. Sie hätte durchaus diese Sache zur Abstimmung stellen können im Bundestag und hätte eine Mehrheit bekommen. Die Mehrheit des Deutschen Bundestags ist für die Selbstvernichtung des deutschen Volkes. Man weiß nicht, inwieweit sind sie zu dämlich, inwieweit sind die einfach so bequem und hängen so an ihrem Abgeordnetensitz, dass ihnen die Realität etwas anders gezeichnet erscheint, als sie tatsächlich ist. Denn in Wahrheit, ich werde das nochmal näher ausführen, ist das natürlich wirtschaftlich eine Urkatastrophe, die da über uns hereinbricht. Und jetzt findet eines der größten Betrugsmanöver der Geschichte an einem Volke statt. Und es geht um Tausende von Milliarden, die wir aufbringen werden in den nächsten Jahren, und das wird nun vertuscht durch die völlig irrwitzige Behauptung, dass es sich lohnt, diese Leute für unseren deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen. Als Beispiel wurde in der Diskussion dort gezeigt mit Herrn Meuthen, ein Armenier, der hier ein Lokal eröffnet hat und Arbeitsgeber ist. Das ist genau ein Wirtschaftszweig, von dem Deutschland leider nicht leben kann. Und ich würde mal vermuten, die Zahl der Restaurants im großen Ganzen wird sich am Bedarf orientieren. Das heißt, wäre der Armenier dort nicht mit seinem Lokal, gäbe es da wahrscheinlich ein jugoslawisches oder italienisches oder vor allem einem anderen Armenier. Insofern ist es ein Nullsummenspiel, ob der denn diese Arbeitsplätze nun schafft oder nicht. In Wahrheit hat sich überhaupt nichts verändert. Davon können wir im Übrigen nicht leben. Deutschland kann leider, so ist es, ausschließlich von seinen Hightech-Fähigkeiten wirklich gut leben. Den Wohlstand überleben könnten wir auch so auf niedrigstem Niveau, aber das wollen ja viele also schon überhaupt nicht. Und deswegen strömen ja die Leute hierher. Das ist Deutschlands zurzeit noch vorhandene Hightech-Fähigkeit, und die wird also nun folgendermaßen nach den Vorstellungen unserer Regierung aufrechterhalten. Nehmen wir mal einen 25-jährigen Analphabeten, 2 Jahre brauchen sie, um dem nun wenigstens die deutsche Sprache so beizubringen, dass sie anfangen können, ihn zu unterrichten. Das normale Schulsystem 13 Jahre, ist er damit fertig, sind es schon 15 Jahre, dann noch ein Hochschulstudium, was eigentlich für einen Hightech-Arbeitsplatz erforderlich ist. Das wären dann nochmal 6 oder 7 Jahre, kommen wir auf 22 Jahre, das heißt von seinem 25. bis zu seinem 47. Lebensjahr sollte der Mensch eine Ausbildung nachholen. Das kann nicht funktionieren, das machen die Leute nicht. Das ist die Zeit, in der man aktiv ist, in der man die Familie gründet. Der wird dann nebenher natürlich auch von uns voll versorgt eine Familie gründen, 6 Kinder kriegen. Die alle werden von uns versorgt, und wenn er soweit ist, er kommt gar nicht, es ist gar nicht illusorisch, darüber zu reden, der wird nie fertig werden, und die Realität zeigt eben auch, diese Leute wollen keine lange Ausbildung, die wollen sofort Geld verdienen, und wo enden sie? In den einfachen Handreichungsjobs, und da ist es eben so, die werden durch die Robotertechnik weitgehend überflüssig. Das heißt, wir können von denen, die zugewandert sind, niemand brauchen, niemand, und zwar deshalb, weil die meisten, über 90%, sind von ihrer Qualifikation, von der Ausbildung, von der Grundmentalität her völlig ungeeignet, werden es nie schaffen, einen hochwertigen Arbeitsplatz hier zu erreichen.
Und wir haben natürlich auch befähigte, hochqualifizierte, die können wir doch den anderen Ländern nicht wegnehmen. Die werden da in ihrem Heimatland gebraucht. Wenn wir aus allen Ländern der Welt die befähigten Leute hierher ziehen, dann können wir dann im Gegenzug alle diese Länder noch mehr versorgen. Das ist also eine Sache, bei der wir das auch zuzahlen, ist auch unmenschlich und menschenunwürdig. Ich wundere mich, dass christliche Parteien diesen Weg beschreiten wollen, uns dann noch als Allheilmittel und als christlich in allem Ernst uns anbieten wollen. Höcke und Gauland haben Merkel als Kanzlerdiktatoren bezeichnet. Das ist richtig, aber wie gesagt, es ist noch viel schlimmer. Wir haben eine Mehrheit im Bundestag, die diese hirnrissige, idiotische Selbstvernichtungspolitik für das deutsche Volk mit Mehrheit durchsetzt und mit massiven Lügenkampagnen. Ich deutete an, die Kosten der Zuwanderung sind dem deutschen Volk noch nie korrekt dargestellt worden. Wir haben seit Jahrzehnten eine massive Lügenfabrikation und es gibt dazu viele Videos. Die Leute, die reden, Verschwörungstheorien und Lügenpresse, so gucken so 100 Videos, habe ich zu dem Thema ausführlich schon produziert. Natürlich wird gelogen und auf allen Ebenen, es wird Strafvereitelung betrieben, es werden Dokumente vernichtet, es werden überhaupt nicht zur Anzeige gebracht. Die Straftaten beispielsweise von Gotti, ein Türke, selbst sagt, das war ein Fehler. Wir haben geschwiegen über das, was hier passiert. Die ständigen Angrapschereien von Frauen, die dort regelmäßig in Berlin seit Jahrzehnten üblich sind. Wir haben geschwiegen, weil wir den Rechten keinen Zulauf bringen wollten. So wird seit Jahrzehnten auf allen Ebenen wird die Realität getäuscht, vertuscht und es wird das Volk getäuscht, wie Seehofer sehr richtig sagt, man versucht das Volk vor der Realität abzuschirmen und dieser Versuch fängt allmählich an, Gott sei Dank, zu scheitern. Es dauert sehr lange. Es ist die Aufgabe der AfD, hier immer wieder und wieder darauf hinzuweisen, auf die Ungeheuerlichkeit, die historische Ungeheuerlichkeit, die hier passiert. Und der wesentliche Umstand ist eben gar nicht, dass Frau Merkel gegen Recht und Gesetz verstößt. Denn wenn sie weg wäre, würden ja andere Idioten ihr Werk fortsetzen. Der wesentliche Umstand ist, dass die überhaupt, der ganze Bundestag, hat seine Mehrheit ausschließlich deshalb durch die jahrzehntelange Lüge und Täuschungspraxis, woran sich die Medien ja auch massiv beteiligt haben. Ich finde, also Pinocchio-Presse ist völlig falsch, diese Lügenpresse noch zu verniedlichen. Der Ausdruck Lügenpresse ist so verharmlosend und ich bin gern bereit, das stundenlang auseinanderzusetzen. Ich habe ja schon genügend Beispiele genannt, für die, die es ehrlich meinen mit der Diskussion und den Begriff, dass Merkel eine Diktatorin ist, werden wir nicht weit kommen. Es ist weit wirksamer, darauf hinzuweisen, wie die Mehrheiten im Bundestag entstanden sind, durch massives Täuschen der Bevölkerung, die das ja auch heute noch nicht begriffen hat. Und deswegen auch der Verzweiflungskampf, die Medien waren ja da mit Leidenschaft beteiligt, deswegen auch der verzweifelte Kampf gegen die AfD von den Medien, die ja generell immer die als Nazi-Partei beschimpfen, obwohl jeder, der an einer solchen Parteiversammlung mal teilgenommen hat, der weiß, dass es wirklich Urdemokraten sind. Da geht alles demokratisch zu. Es gibt überhaupt nichts. Es wird sofort aufgemuckt, wenn da irgendein Oberer irgendetwas vorschreiben will. Da gibt es sofort Protestschreie und das wird alles niedergebügelt. Es soll basisdemokratisch entschieden werden und so läuft es dann meistens auch. Das ist also eine urdemokratische Partei von Urdemokraten, die eben bloß etwas mehr Vernunft und Verstand und politische Weitsicht haben, die eben wissen, dass ein kleines Mädchen zwar süß und knuddelig ist und ich weiß nicht, welche Empfindungen Herr Tauber da nun hat, dass er denen die deutsche Fahne schenken will. Ist schon alles ein bisschen eigenartig. Aber wir wissen eben aus diesem jungen, hübschen Mädchen oder einem jungen, hübschen Jungen wird eben dann
eine leicht übergewichtige, womöglich leicht übergewichtige Mama mit 6 oder 12 Kindern und die komplett von der Sozialhilfe leben. Natürlich gibt es wunderbare Ausnahmen, sehr viele oder andersherum, das ist die Ausnahme, wie jeder es will. Aber solche Fälle wird es natürlich massenweise geben und es wird massenweise eben geben, junge heranwachsende Muslims, die dann also deutsche Frauen begrapschen. Das lässt ja nicht nach in der dritten Generation, sondern wird also eher noch schlimmer. Das wissen wir alle. Und da ist ein extremes Beispiel oder ein besonders interessantes Beispiel. Wir haben eine muslimische Gemeinde, die also alle Idealvorstellungen erfüllt. Die sind wirklich friedlich gestimmt. Ich glaube, wir kommen irgendwie aus Indien. Und die hatten auch beantragt eine Moschee in Erfurt. Und das sollte also auch genehmigt werden. Eine wirklich also eine ideale Vorstellung von Islam, ganz friedfertig. Die haben da 70 Mitglieder. Das Problem ist nur, von diesen 70 Mitgliedern hat nun gerade einer einen Ehrenmord gemacht. Ist nicht weiter schlimm, wird irgendjemand abgemurkst. Das ist ja die kulturelle Bereicherung, die wir hinnehmen müssen. Es zeigt aber, dass auch in extrem vorbildlich friedfertigen muslimischen Gemeinden dann urplötzlich ein Mörder da ist. Ja, der entweder die eigenen Leute oder andere Leute umbringt, da ist jemand da, der zum IS reist, das ist nicht behebbar, prinzipiell nicht behebbar. Der Islam, gut, ich will es offen lassen, sollen sie beweisen, dass das Gegenteil irgendwo geht. Es geht bisher nirgends auf der Welt, schon gar nicht in den islamischen Staaten selbst, keinen von denen gelten die Menschenrechte. Deswegen ist es richtig, dass hier die AfD offen Farbe bekennt, damit die Muslims wissen, wir lassen uns nicht ewig das alles bieten. Das dachten sie ja bisher. Und jetzt können sie ihre innere Einkehr halten und sich überlegen, wie sie das weitere Zusammenleben mit den Deutschen sich vorstellen. Wollen immer nur Forderungen stellen, mehr Geld für die Integration. Andere ethnische Gruppen integrieren sich wunderbar, die brauchen gar nicht mehr Geld. Die schaffen das alleine. Die Muslims brauchen immer für alles mehr Geld und Förderungs- und Integrationsbeauftragte, die denn auch alles Muslime sind und die immer verlangen, noch mehr Muslime nach Deutschland. Das ist nicht die Integration, sondern die wollen das Gegenteil. Die wollen im Grunde ihres Herzens offenbar, so muss man annehmen, dieses Land übernehmen für den Islam. Das ist ja ihr Glaube, den halten sie ja für den richtigen und die wollen also Deutschland beschenken, so sehen sie das, mit dem richtigen Glauben. Sie sehen das als Beglückung von Deutschland an. Deutschland sieht es aber nicht als Beglückung an, wenn es islamisch wird, weil dann die Menschenrechte mit aller Wahrscheinlichkeit über den Jordan wandern. Ganz friedlich, eins nach dem anderen, wird dann über den Jordan wandern und letzten Endes wird uns ein Sklavendasein hier für die Restdeutschen noch übrig bleiben. Wir dürfen da arbeiten, die geben es aus und es läuft ja jetzt schon so. Deswegen ist der Begriff Invasoren für die Leute, die hier reinströmen, teilweise auch mit Anwendung von Gewalt über die Grenzen überschreiten, der Begriff aber ist nicht ganz richtig. Da wird ja geschrien, oh, Invasoren, das sind Nazi-Parolen, fremdenfeindlich oder so. Aber das ist eben so, der Begriff ist eben auch nicht ganz falsch. Denn diese Leute kommen eben herein und lassen sich von der Urbevölkerung durchfüttern. Das ist eigentlich das typische Merkmal von Invasoren. Früher musste man da große Anstrengungen unternehmen mit Rüstung und Burgen bauen und die Bevölkerung, also mit einer Ritterschaft, also zwingen, ihre Abgaben zu entrichten, ist heute alles nicht mehr nötig. Wir machen das alles freiwillig, wir unterwerfen uns freiwillig. Merkel hat Deutschland zu einem Sklavenvolk degradiert und der Hass gegen Merkel ist schon so tief, dass sie wirklich um ihr Überleben mit Recht fürchten muss. Denn der Mann, der die Frau Ritter abstechen wollte, die wollte eigentlich Frau Merkel abstechen, ist aber daran verzweifelt, weil die zu gut geschützt ist, aus gutem Grunde. Es würde übrigens der AfD wenig helfen, wenn das passiert, also da können wir wirklich nur hoffen, dass es nicht passiert, denn dann gibt es womöglich noch eine Legende, dass Frau Merkel eine halbwegs vernünftige Politikerin war. Es ist besser, wir sehen, wie sie scheitert. Ein Bild mit wundervollen leuchtenden Farben, dass eine junge Frau
zeigt die wohl, so darf man auch nach den Symbolen der Äpfel schließen, über das Problem der Sexualität nachdenkt und nicht besonders beglückt und heiter ist, sondern wohl auch die damit zusammenhängenden Probleme sieht. Diese Blätter hier sind im Grunde ein Symbol für den Apfelbaum. Das ist die Art von Frau Hemmer zu malen. Das macht sie völlig selbstverständlich, ohne groß nachzudenken. Und wie so ein Bild komponiert ist, das kann man nicht lernen. Das ist in den Farben fantastisch.